Und jetzt leuchtet uns die italienische Sonne ins Gesicht. Wir hatten eben Landwirte aus ganz vielen europäischen Ländern auf der Bühne. Und jetzt bin ich ganz stolz und aufgeregt, euch den Mann anzukündigen, der das Gegenteil von Fast Food erfunden hat. Er ist der Erfinder des Salone del Gusto, des Salons des Geschmacks. Er hat die erste gastronomische Universität der Welt gegründet. Er hat das Weltbauerntreffen Terra Madre initiiert. Und er ist der Gründer von Slow Food, Carlo Petrini. Einen kleinen Applaus. Herzlich willkommen, benvenuto. È iniziato il 2014, anno che la comunità mondiale dedica all'agricoltura familiare. Das Jahr 2014 ist angebrochen, das Jahr, das die Weltgemeinschaft den bäuerlichen Familienbetrieben gewidmet hat. In tutte le parti del mondo, in ogni angolo del pianeta, i contadini, i cittadini sono chiamati a mobilitarsi per l'agricoltura familiare, per l'agricoltura contadina, contro l'agricoltura industriale. Überall in allen Ländern der Welt, in jedem hintersten Winkel, sind die Bauern und die Bürger aufgerufen, sich einzusetzen für die familiengetragene, für die bäuerliche Landwirtschaft, gegen die industrielle Landwirtschaft. Oggi, 18 di gennaio, a Berlino si è aperto ufficialmente l'anno dell'agricoltura familiare grazie a questo straordinario popolo. Heute, am 18. Januar 2014, hat sich hier eröffnet in Berlin endlich dank dieses gewaltigen Andranges von Menschen das Jahr im Zeichen der familiengetragenen Landwirtschaft. Grazie Berlino, grazie Germania, grazie contadini, grazie Movimento. Danke Berlin, danke Deutschland, danke Bäuerinnen und Bauern, danke an alle Bürger. L'agricoltura industriale negli ultimi 50 anni sta distruggendo il pianeta, sta distruggendo le nostre comunità contadine, sta distruggendo la nostra storia, sta distruggendo la nostra identità. Wir können sagen, dass seit 50 Jahren die industrielle Landwirtschaft den ganzen Planeten zerstört. Sie zerstört die bäuerlichen Lebensgemeinschaften. Sie zerstört unsere Geschichte. Sie zerstört unsere Identitäten. E questo con la complicità della politica, dell'economia, dell'industria. Hanno schiacciato i contadini per far vivere gli industriali e stanno rovinando la nostra salute, stanno rovinando la nostra anima, il nostro cuore. Und all das geschieht mit Mittäterschaft der Politik, der Wirtschaft und der Industrie. Sie erdrücken die bäuerlichen Betriebe, sie erdrücken unsere gewachsenen Gemeinschaften, sie schädigen unsere Gesundheit, sie zerstören unsere Seele. Stiamo perdendo la fertilità dei suoli, stiamo perdendo, mancherà l'acqua, la biodiversità è minacciata, la nostra salute è minacciata. Adesso basta, adesso basta. Des Bodens. Sie vergiften das Wasser, sie vernichten die Vielfalt der Arten, sie untergraben unsere Gesundheit. Wir sagen, uns reicht es, wir haben es satt, adesso basta. Aprite bene le orecchie, perché la maggioranza del popolo europeo è qui. Il popolo europeo è qui e contro l'agricoltura industriale. Non vogliamo mangiare prodotti geneticamente modificati, non vogliamo mangiare la spazzatura industriale, vogliamo ritornare alla civiltà contadina. Yeah.
sperren Sie jetzt Ihre Ohren weit auf. Hier ist die Mehrheit des europäischen Volkes versammelt. Wir sind hier zusammengekommen, um zu sagen, wir wollen keine industrielle Landwirtschaft. Wir wollen nicht diese genormten Produkte. Wir wollen nicht den Müll der Industrie essen. Wir wollen zurückkehren zur bäuerlichen Landwirtschaft. Alla fine! Alla fine dello scorso anno abbiamo vinto una grande battaglia a Bruxelles. È stata respinta la legge che voleva regolamentare le sementi, una legge che dava potere all'industria sementiera e distruggeva la libertà dei semi rappresentata dal mondo contadino. Wir haben Ende des letzten Jahres eine große Schlacht in Brüssel gewonnen. Wir haben es bewirkt, dass ein Gesetz zur Regulierung des Saatguthandels zurückgezogen wurde. Ein Gesetzentwurf, der alle Macht den großen Saatgutunternehmen zugesprochen hätte, der die Freiheit in der Auswahl des Saatgutes zerstört hätte, die bei den bäuerlichen Betrieben liegt. Il Parlamento europeo ha fermato questa legge, ma noi non dobbiamo farci ingannare. Hanno fermato questa legge perché sentono odore di elezioni, pensano che arrivano le elezioni e le elezioni condanneranno i politici che si mettono contro il mondo contadino. Aber diese Politiker im Europäischen Parlament haben dieses Gesetz gestoppt. Doch sollten wir uns nicht täuschen lassen. Sie haben das getan, weil sie eben die Wahlen um die Tür bereits ahnen können. Und nur deswegen haben sie das gemacht, weil die Politiker natürlich Angst haben, dass sie nicht mehr gewählt werden, wenn sie sich gegen uns, gegen das Volk wenden, das die bäuerliche Landwirtschaft wünscht. Tutti i candidati alle elezioni europee di tutti i 28 stati dell'Europa debbono dichiarare prima delle elezioni da che parte sono. Chiedo a tutti di presidiare questo, andare a chiedere, tu che sei candidato all'Europa, da che parte stai? Dillo prima, subito! Wir erwarten von allen Kandidatinnen und Kandidaten zum Europäischen Parlament aus allen 28 Mitgliedstaaten, dass sie sich klipp und klar vor den Wahlen erklären, auf welcher Seite sie stehen. Ich fordere euch auf, geht hin zu den Kandidaten und fragt sie direkt, du Kandidatin, Kandidat, auf welcher Seite stehst du? Cipro, Cipro, Italia, Francia, Lituania, 28 paesi, non lasceremo che un candidato non si debba esprimere, si debbono esprimere tutti. Ob nun Zypern, Italien, Frankreich oder eins der anderen 28 Länder, wir werden es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger Kandidat oder eine Kandidatin sich nicht erklärt. Alle müssen Ross und Reiter nennen vor den Wahlen. E si esprimano anche contro le leggi del libero mercato, che si chiama libero ma non è libero, è un mercato dominato, è un mercato retto dalla violenza con la violenza. Und sie müssen sich auch klar erklären zu diesem geplanten Gesetz zum Freihandel, dem sogenannten Freihandel, der kein Freihandel ist, sondern der ein Handel ist, der mit Gewalt und gewalttätig regiert wird. Il nostro messaggio è chiaro. Se l'Europa non avrà più i piccoli contadini, i piccoli produttori, l'Europa non avrà più storia, l'Europa non avrà più identità, l'Europa non esiste. Le nostre popolazioni, i nostri paesaggi, la nostra storia è piena dell'agricoltura contadina. Noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri contadini e non succeda mai più che si mettono i produttori e i consumatori. No, siamo uniti, non
produttori contro i consumatori, siamo tutti uniti. Unsere Botschaft muss heute klar sein, die von hier ausgeht. Wenn Europa die kleinen bäuerlichen Betriebe, die Familienbetriebe, die kleinen Höfe verliert, dann verliert es auch seine Geschichte. Dann verliert Europa seine Identität, dann gibt es Europa nicht mehr. Alle Menschen in den verschiedenen Völkern, die Landschaften legen Zeugnis davon ab, wie stark unsere gesamte Identität durch die bäuerlichen Betriebe geprägt ist. Wir sollten stolz sein auf unsere Familienbetriebe, auf die Bauern. Sie sind es, mit denen wir uns verbünden. Wir dürfen es auch nicht mehr zulassen, dass die Produzenten gegen die Verbraucher gestellt werden. Nein, wir sind hier Hand in Hand zusammen. Wir sind vereint. Questa moltitudine, qui la stragrande maggioranza di questo popolo è giovane, la affidiamo nelle vostre mani, saremo al vostro fianco, combattete, questa è la nuova frontiera, questo è il nuovo mondo che dobbiamo costruire. Grazie Berlino, grazie Germania. Euch anzuvertrauen, ihr hier aus den verschiedenen Schichten der Bevölkerung, die jungen Menschen. Wir legen in eure Hände unser Geschick. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind jetzt an der neuen Grenze zum bewohnbaren Land. Wir stehen zusammen, um diese neue Welt zu schaffen. Danke, Berlin. Danke, Deutschland. Applaus